Hundewelpen mit Durchfall und Erbrechen, manche sind so krank, dass sie sterben müssen. Illegaler Welpenhandel kann krasse Folgen haben, von denen ihr beim Kauf noch gar nichts ahnt. Hier im Tierheim Berlin kamen zu Corona-Zeiten zum Teil 100 Welpen aus illegalem Handel an. Wie groß das Problem tatsächlich ist und was ihr machen könnt, um nicht auf kriminelle HändlerInnen reinzufallen, darum geht's in diesem Video. Marien Essmeier leitet das Tierheim Berlin. Auch in diesem Jahr wurden schon mehrere Tiere hier abgegeben, die aus dem illegalen Welpenhandel stammen. Wir gehen jetzt kurz in die Tiersammelstelle. Da ist nämlich der eine Hund von einer Kollegin aus dem illegalen Welpenhandel, also ursprünglich aus dem illegalen Welpenhandel. Und danach gehen wir auf die Hundekrankenstation. Wie kam denn Nami überhaupt zu euch? Nami ist so ein Fall von Hund, der zu früh schon inseriert wurde. Dadurch sind Leute aufmerksam geworden, weil die war mit 3 Wochen und ihren Geschwistern schon im Internet zu sehen. Generell machte die Anzeige einfach einen unseriösen Eindruck. Die Bilder sahen auch nicht so aus, als würden die Hunde da wirklich gut gehalten. Und letzten Endes kam dann auch raus. Also rausgekommen ist es durch einen Scheinkauf, weil jemand eben vorgegeben hat, so einen Hund kaufen zu wollen. Dadurch ist dann das Veterinäramt mit ins Boot geholt worden. Und dadurch wurde dann vor Ort noch Kontrolle gemacht. Es wurde festgestellt, die Hunde wurden im Bad aufgezogen mit den Geschwistern zusammen. Sehr reizarm, nicht sozialisiert, nicht tierschutzgerecht untergebracht. Und dadurch ist dann auch der Weiterverkauf verhindert worden und alle Hunde wurden sichergestellt. In was für einem Zustand waren die Welpen dann? Also sie waren halt einfach nicht gechippt, nicht geimpft. Alles, was an Vorsorge so stattfinden hätte müssen, wurde nicht gemacht. Aber sie waren nicht verhungert oder so richtig verwahrlost. Da gibt es auch schlimmere Fälle. Weil hier auch sichergestellte Welpen landen, gibt es im Tierheim kaum noch Plätze für Hunde. Die Wartezeit, um einen Hund abzugeben, beträgt deshalb zurzeit über 1 Jahr. Oft stammen die beschlagnahmten Tiere auch aus dem Ausland, meistens aus Rumänien, Polen und Bulgarien. Den können wir auf jeden Fall gerade nicht rausholen, weil, wie gesagt, der Dschihad den hat. Der braucht jetzt einfach eine gewisse Zeit an Wurmkur. Und wenn das durch ist, dann ist das alles in Ordnung. Der Verkauf von Welpen ist nicht verboten. Von illegalem Welpenhandel spricht man erst, wenn dabei bestimmte Regeln missachtet werden. Hunde, die zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien geboren sind, müssen einen EU-Heimtierausweis haben und in der Regel gechippt sein, bevor sie importiert werden. Ein wichtiger Faktor ist auch das Alter. Welpen, die aus dem Ausland kommen, müssen gegen Tollwut geimpft sein. Das darf aber erst in der 12. Lebenswoche passieren. Vor der Einreise nach Deutschland müssen dann noch mal 3 Wochen vergehen. Der Welpe muss also mindestens 15 Wochen alt sein, wenn er hierher kommt. Laut dem Tierschutzbund ist Berlin nach Bayern der größte Umschlagsplatz für illegalen Tierhandel in Deutschland. Was wirklich recht häufig bei uns passiert, ist, dass also diese Hunde, die aus dem Ausland kommen, die wirklich so aus ganz schlechter Haltung kommen, die auch schon Krankheiten mitbringen, da ist ja wirklich gang und gäbe, dass man die mehr oder minder fit spritzt, bevor die dem Käufer übergeben werden. Das heißt, die bekommen einmal so ein aufputschendes Mittel und in der Lösung wirken total lebendig und quirlig und lieb und gut gelaunt. Und nach 48 Stunden oder so, dann ist das Mittel weg und dann ist der Hund platt und hat Durchfall und braucht wirklich eigentlich direkt sofort tiermedizinische Behandlung, wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Die Kosten sind 2.000 bis 3.000 Euro. Ich kann mir das nicht leisten. Ich will einen Eindruck davon kriegen, wie die Tiere im Ausland gezüchtet werden und was genau daran so problematisch ist. Dafür treffe ich Lisa Bechtloff von der Tierschutzorganisation PETA. Das sind so ganz typische Bilder, die man beim Welpenhandel sieht, dass die Hunde, also die Muttertiere mit ihren Welpen in so ganz kleinen Boxen gehalten werden, die wirklich komplett reizarm da gehalten werden, zwischen Fäkalien leben müssen, da auch gar kein Futter zur Verfügung haben, total verängstigt sind, weil sie einfach nichts kennen. Das sind jetzt Bilder von einem Transport, der aufgedeckt wurde in Italien. Sind auch häufig traumatisiert, weil die einfach Kilometer in diesen Transportern im Dunkeln liegen müssen, nicht versorgt werden. Wie so ein Viehtransport. Absolut, ja. Total vergleichbar, ja. Und das ist eine Brutstätte für Krankheiten, die man da sieht. Also ganz, ganz fürchterlich. Ja, wenn die alle nicht geimpft sind, dann stecken die sich ja wahrscheinlich auch gegenseitig. Super schnell tatsächlich, ja. Und dann sieht man da einfach so Spontankäufe auf dem Markt. Als würde man jetzt Kartoffeln und Möhren kaufen, nimmt man noch nebenbei so einen Hund mit. Keine Transportbox, einfach für wenig Geld schnell einen Hund mitnehmen, ohne das zu hinterfragen. Und die kommen jetzt, werden bald in so einem Petshop in Belgien verkauft. Das ist da leider
ziemlich üblich. Das ist ein großer Verkaufsladen und hier sieht man ja auch, die werden auch einfach wie Ware da rausgezogen. Also das ist so eine ganz typische Zuchtfarm, wo man sieht, es gibt zwar so ein paar Außenbereiche, wo die Hunde auch tatsächlich mal an die Luft dürfen, aber außerhalb dieses Gebäudes, dieses Geländes, lernen die Hunde halt nichts kennen. Und also in den Gebäuden selber sind die Hunde in diesen engen, eingepferchten Boxen untergebracht und haben keine Umweltreize. Und selbst wenn die mal nach draußen dürfen, in diese Außenbereiche, siehst du ja auch, wie reizarm die gehalten werden. Die Muttertiere zum Beispiel, die lernen nichts anderes kennen. Die leben einfach 10 Jahre, werden dafür missbraucht, dass sie Welpen bekommen. Und wenn die zu alt sind, werden die entsorgt. So als Gebärmaschine. Ganz genau, die werden als Gebärmaschinen gehalten. Und die lernen nur dieses Gebäude und dieses Gelände kennen. Und also es ist einfach Massenabwicklung da. Im Prinzip Massentierhaltung. Im Prinzip ja. Nach einem Bericht der EU-Kommission machen Kriminelle in Europa jährlich 1,3 Milliarden Euro Umsatz mit dem Handel von Katzen- und Hundebabys. 2023 wurden in Deutschland laut dem Deutschen Tierschutzbund 731 aus dem Ausland stammende Tiere illegal gehandelt. Die meisten davon Hunde. Demnach waren die Tiere in rund 70% der Fälle zu jung für den Grenzübertritt. 87% wiesen Krankheitszeichen auf. Das häufigste Herkunftsland war Rumänien. Aber auch in Deutschland werden Tiere gezüchtet und illegal verkauft. Vor allem im Internet boomt das Geschäft. Auf Online-Portalen lassen sich Welpen schnell finden, meistens für 1.000 Euro und mehr. Die Bundesregierung plant, das Tierschutzgesetz zu verändern. Anbieter sollen künftig verpflichtet werden, ihren Namen und Adresse auf Online-Portalen anzugeben. Der Deutsche Tierschutzbund hält die Maßnahme für zu lasch, da die Daten leicht gefälscht werden könnten. Also in Deutschland ist das ein Millionengeschäft und neben Drogen- und Waffenhandel wirklich das größte und auch das lukrativste Geschäft. Und deswegen ist es auch so beliebt, also dieser Online-Handel mit Tieren. Und der Grund, warum sich das rechnet, ist, dass sie die einfach so früh abgeben. Das heißt, sie müssen nicht so viel investieren in die Aufzucht. Oder wie ist das? Wie rechnet sich das am Ende für die? Genau. Die Tiere werden ja super früh von ihren Müttern getrennt. Das heißt, sie werden auch nicht lange gefüttert. Die müssen gar nicht viel Versorgungsenergie da reinstecken in die Tiere. Und man sieht ja auch, die werden super in so super kahlen kleinen Boxen gehalten. Die haben keine Spielzeuge, die haben viel zu wenig Essen. Und das lohnt sich halt schon, wenn man ganz viele von diesen kleinen Boxen hat, ohne dass man die Tiere dort wirklich ausreichend versorgt oder medizinisch versorgt, das ja auch, dann lohnt sich das leider. Und deswegen sind es häufig kranke Tiere, die auch sehr früh versterben. Lisa Bechtloff und ihre Kolleginnen konfrontieren manchmal auch selbst die Welpenhändler. Dazu geben sie sich als Scheinkäuferinnen aus und verabreden sich mit den Verkäufern. Die Polizei ist dann schon vorher informiert. Man hat jetzt so ein bisschen das Bild von irgendwie von so einer großen Mafia, die da irgendwie die Hunde da in diesen Fabriken irgendwie züchtet. Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Händlerinnen und Händlern gewesen? Also wie reagieren die auch auf euch in eurer Arbeit? Also erstmal sind die super nett, die Händlerinnen, wenn man die trifft oder wenn man den Kontakt mit denen aufnimmt und schreibt irgendwie, ach, das ist so ein süßer Hund und der wird ja perfekt zu mir passen, dann sind die super nett, weil die das Tier ja verkaufen wollen. Aber wenn die dann vor Ort merken, dass wir das Tier retten wollen und dass dann die Polizei vielleicht gerade angefahren kommt, dann reagieren die häufig auch sehr aggressiv und man weiß halt nie, wie die Stimmung, also die Stimmung kann super schnell kippen und wir wissen nicht, welche Leute uns da erwarten, welche Händler, also wie die reagieren. Und da gab es auch schon Messerangriff, also Angriff ist jetzt übertrieben, aber da hatte auch schon jemand ein Messer mit und es war eine sehr bedrohliche Situation und deswegen ist es auch so super wichtig, dass man die Behörden damit ins Boot holt, dass die Polizei Bescheid weiß, dass das Veterinäramt Bescheid weiß und man da nicht alleine steht mit diesen HändlerInnen, wo man halt gar nicht weiß, wie die wirklich reagieren. Hier sind 5 Sachen, auf die ihr achten könnt, wenn ihr tatsächlich Welpen im Internet kaufen wollt. Erstens, achtet auf die Fotos. Sehen die Welpen viel jünger aus als in der Anzeige angegeben? Und vor allen Dingen, ist das Muttertier irgendwo zu sehen? Gibt es keine Fotos von der Mutter, dann ist das manchmal ein Hinweis darauf, dass die Welpen von einer organisierten Welpenfarm kommen. Zweitens, lest euch den Text sorgfältig durch. Ist die Anzeige nur sehr spärlich oder beliebig formuliert, könnte auch das ein Zeichen auf Copy-Paste und möglicherweise einen illegalen Händler sein. Drittens, seriöse ZüchterInnen werden euch immer anbieten, die Tiere vorab zu Hause zu besichtigen. Sagt die Person sofort, ihr könnt das Tier haben und wird die Übergabe für einen öffentlichen Platz geplant,
dann ist da wahrscheinlich irgendwas nicht richtig. Tipp 4. Fragt nach offiziellen Dokumenten und lasst sie euch abfotografieren. Wenn sich die HändlerInnen dagegen sträuben, gar nicht mehr antworten, dann sind sie wahrscheinlich nicht besonders seriös. Aber Achtung, nicht immer erkennt das Laienauge sofort, ob ein Dokument echt oder gefälscht ist, also holt euch da am besten nochmal eine zweite Meinung oder professionelle Hilfe. 5. Ganz wichtig, eine seriöse Züchterin oder ein seriöser Züchter wird euch fragen, wie lebt ihr eigentlich, was arbeitet ihr und in welchem Umfeld wird der Hund sein Leben verbringen. Interessiert das die HändlerInnen überhaupt nicht, dann könnt ihr relativ sicher sein, die wollen einfach nur den Hund verscherbeln. Gesetze gegen den illegalen Welpenhandel, das ist klar, müssen auf jeden Fall verschärft werden. Aber es gilt auch Augen auf beim Welpenkauf, denn wir als potenzielle Käuferinnen und Käufer sind auch mit dafür verantwortlich, ob der illegale Handel mit Welpen boomt oder eben auch nicht. Die Leidtragenden sind am Ende klar die Hunde, aber auch ein Besitzer, eine Besitzerin, die am Ende mit einer fetten Tierarztrechnung dasteht oder bei der der kleine Welpe nach wenigen Tagen stirbt, wird am Ende mit dieser Entscheidung auf keinen Fall zufrieden sein. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr Hunde? Und wenn ja, wo habt ihr die her? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr unseren letzten Explainer sehen wollt, dann klickt doch gerne mal hier oben. Der macht mich kürzere mit seinem Gehechel.